da wir hier letztes Mal verreckt sind. Er sagte, er hätte alles, was wir brauchen, aber frag ihn. Aha, Verschwörungen machen? Scheiße. Dass der immer stumm bleibt, wenn er getroffen wird, das hasse ich. Da soll ja die Sprache. Wir schaffen es. Legt euch nie mit Salieri an. Das war eine Fehlentscheidung, Jungs. Eine richtige Fehlentscheidung. Peng, peng. Sag ich doch. Jetzt sind sie tot. Ja, das war die Geschichte, wie wir an Salieris Leute geraten sind. Salieris Jungs kamen mir zu Hilfe, aber ich war in keiner beneidenswerten Lage. Ich hatte die Reparatur des Taxis abbezahlt, aber mein Boss wollte nichts mit der Mafia zu tun haben. Das war nicht gut fürs Geschäft. Die feinen Klamotten von Salieris Jungs zeigten, dass es bestimmt nicht übel war, für ihn zu arbeiten. Gerade, dass er nicht vom Stuhl fällt. Ich hatte nichts zu verlieren. Morello war hinter mir her, also war Taxifahren keine gute Idee. Und die Aussicht auf Salieris Geld war nicht schlecht. Wie ich zu sagen pflege, lieber jung und reich sterben. Also vorhin hat er noch was anderes gesagt, lieber arm und am Leben. Also Morello will mich wohl so richtig wütend machen. Das ist Salieri und der daneben aber ist Frank. Ich bin ein geduldiger Mensch. Holly und Sam kennt ihr ja schon. Wie heißt du, mein Sohn? Thomas Angelo. Ich werde dir eine Chance geben, Tommy. Ich mag neue Leute. Wir sind hier eine große Familie. Holly und Sam kennst du ja schon. Frank hier ist meine rechte Hand. Und kümmert sich ums Rechtliche in unserem Geschäft. Der hinter der Theke heißt Luigi. Das Geschäft schlägt oft auf den Magen. Aber Luigi ist ein Spitzenkoch. Paul stellt dir noch Vincenzo und Ralph vor. Wir sind viele. Aber das sollte vorerst reichen. Und jetzt hör mal genau zu. Aber nur die wenigsten wir haben von hier denen. Ein paar Regeln. Leg dich nicht mit den Bullen an. Wir bezahlen sie gut und sie lassen uns in Ruhe. Aber wenn du zu weit gehst, machen sie dich fertig. Auch wenn sie korrupt sind. Wenn sie dich einbuchten, geht da mal jemand ans Telefon? Und ich helfe dir. Ich bin gut zu denen, die mir helfen. Und die, die das nicht tun, leben nicht sehr lang. Capisci? Ja, Mr. Salieri. Das freut mich. Heute gebe ich dir die Chance, es den Schweinen heimzuzahlen, die dein Taxi ruiniert haben. Mal sehen, was du so drauf hast. Morello hat eine Bar. All seine Gorillas gehen dahin. Alle Autos parken hinter dem Zaun, neben der Bar. Wenn du gut bist, stehen die morgen früh nicht mehr ich da. Ich bin gut, also stehen die nicht mehr da. Polly, kommt mit dir. Nur für den Fall. Bei Vincenzo kriegst du die Ausrüstung und bei Ralph ein Auto. Ich würde ihm nicht trauen. Er hat zu lange gezögert. Er hat nur angenommen, weil er keine Wahl hatte. Abwarten, Frank. Abwarten. Ich frage mich vielmehr, was Morellos Problem ist. Will er wirklich einen Krieg beginnen? Vincenzo ist der Waffenexperte des Don. Sie kennen sich seit ihrer Kindheit. Also da werden wir jetzt feuern. Er besorgt dir, was du brauchst. Von der MP bis zur Kanone. Winnie hat einfach alles. Da werden wir jetzt von ab sofort vor an Job immer bei zu, vorbei. Vor jeder Mission hingehen, weil wir sonst keine Waffen hätten. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Polly. Das hier ist Tom. Ciao, Winnie. Ist gerade bei uns angestiegen. Schön, dich kennenzulernen, Tom. Was kann ich für euch beide tun? Wir haben einen Job zu erledigen. Wir brauchen was, um ein paar Autos zu verschrotten. Dieses klassisch schlichte Sportgerät sollte reichen. Und falls nicht, habe ich noch ein paar Cocktails gemixt.
Juhu, Saufparty! Seid vorsichtig damit. Guter Stoff. Vielen Dank, Vincenzo. Bring den Schläger zurück. Gehört meinem Neffen. Na klar. Mal schauen. Ralf, den ich dir jetzt vorstelle, ist ein kompletter Idiot. Aber er hat ein Händchen für Autos. Ich frag mich, wieso ein Idiot überhaupt irgendwas kapieren kann. Aber so läuft's halt manchmal. Besuch. Wie läuft's denn, Polly? Hey, Ralfi! Ich sehe, du hinkst immer noch. Dann haben wir ja jetzt zwei Krüppel hier. Das stimmt, aber ich bin kein Idiot. Das stimmt. Ralf, das hier ist Tom. Wenn du ihm ein geklautes Auto bringst, Tommy, macht er es zu deinem eigenen. Und keiner merkt den Unterschied. Ralf, Tom und ich haben einen Job zu erledigen. Und du hast einen fahrbaren Untersatz für uns. Stimmt. Hier ist er. Ist zwar kein Flitzer. Allerdings. Aber für eure Zwecke müsst ihr erreichen. Scheißkarre. Ich mag dieses Auto überhaupt nicht. Das ist noch langsamer als das blöde Taxi. Danke, Ralfi. Los geht's. Molotow-Party. Alter, spreng die Karre jetzt mal an. Ja. Und die gehen verdammt schnell kaputt, diese Autos. So richtig schnell. Und ich glaube, ich muss den Sound noch mal ein bisschen leiser machen. Sprache etwas runterschrauben. Und du, Soundeffekte. So. Wow. Und hier auch nochmal eine Abkürzung. Entschuldigung, meine Mutter wollte was von mir. Ja, ich wohne bei meinen Eltern. Ich bin 14. Einhalb. Nein, meine Eltern wohnen bei mir. Ja, so rum. Meine Eltern wohnen bei mir. Genauso wie meine Großmutter, die wohnt auch bei mir. Die wohnen alle bei mir zu Hause. Wohnen alle in meinem Haus. So, jetzt weiß ich echt nicht mehr, was ich sagen wollte. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Ich hatte vor ungefähr einer Woche, fünfmal in einer Woche, den gleichen Virus auf dem Computer. Und zwar, ich habe mir für Minecraft ein, zwei Mods runtergeladen. Über, via Adfly oder wie die Seite da heißt. Da hatte ich da immer so ein Virus drauf. Weil dann war mein Bildschirm mit einem Bild bedeckt. Von, da stand drauf, ihr Computer wurde von der GEMA gesperrt, da sie illegale Musik auf dem Computer hatten. Und ja, das kann nicht sein, da ich keine Musik auf dem Computer hatte zu dem Zeitpunkt, weil ich einen neuen Computer bekommen habe. Dann habe ich den neu aufgesetzt, also neues System neu installiert. Alle Spielstände waren weg, alle Bilder waren weg, alles war weg, scheiße. Dann habe ich mich gerade wieder eingerichtet, passiert mir das gleiche nochmal. Und ja, dann ist es nochmal passiert, nachdem ich mich eingerichtet habe. Dann habe ich draus gelernt, habe meinen Minecraft-Spielstand und sonstige Spielstände gesichert. Dann hat es wieder funktioniert. Also dann war der Virus zwar nochmal drauf, aber alle Spielstände waren gesichert. Und dann, einmal, das verstand mich bis heute noch, da hatte ich den Virus wieder drauf. Aber ich habe irgendwas gemacht vor, keine Ahnung, einfach, ich weiß nicht wieso ich das gemacht habe. Ich habe einfach den Stecker von meiner, sorry, ich stotter gerade etwas, weil ich aufgeregt bin. Ich habe einfach den Stecker von meinem Laptop rausgezogen. Dann, drei Tage später, wo ich ihn wieder neu installieren wollte, habe ich ihn wieder angemacht. Was war? Der Virus war weg. Alles war beim Alten wieder. Das hat mich so richtig verwundert. Und dann heute, da war ich auf meinem ganz alten Laptop von HP,
der fällt schon auseinander. Okay, die Sprache ist eindeutig lauter, glaube ich. Ja, es dauert ein bisschen, bis man alles eingestellt hat. Ich mache jetzt mal alles hier so auf die Reihe. Alter, wie leise ist denn die Sprache da? Danke, ich bin gleich zurück. Und dann habe ich halt, war ich halt auf meinem ganz alten Laptop nochmal unterwegs. Und da hat dann, habe ich dann versucht, einen Crack von Fraps runterzuladen, weil ich auf dem Computer was aufnehmen wollte. Aber es hat nicht. Und dann auf einmal, bam, Virus. Also insgesamt hatte ich den Virus 6-mal drauf. Und da an dem Schuppen ist nochmal so ein blödes Falcone-Auto. Ups, so. Jeder, ich rutsche dauernd von meiner Maus runter, die ist total scheiße. Ey, dass der mich da nicht sieht in dem Schatten. Bam. Finde ich kacke. Nein. Alter, holy shit. Irgendwas fehlt dann noch, sowas von. Niedrige Teillevel mache ich mal ganz runter. Okay. Fail. Naja, wenigstens geht das. Und ich bin tot. Ja, das wird, glaube ich, ein Let's Fail statt ein Let's Play. Und irgendwas stört die Grafik, ich weiß aber nicht was. Sorry, dass ich da jetzt immer so rumprobiere, aber... Manchmal die Schatten sehr niedrig. Vielleicht geht's dann besser. Ich bin gleich zurück.